Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und in diesem Video wird es wieder mal um mein iPad gehen. Ich habe ja mal vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, ein Video darüber gemacht, als ich es mir gerade gekauft hatte. Also als ich es ein paar Monate halt benutzt habe. Und damals war ja mein Studium komplett online. Mittlerweile konnte ich das iPad ein bisschen in der Praxis quasi testen. Also ich hatte ein bisschen Präsenzunterricht dieses Semester, beziehungsweise habe immer noch ein bisschen Präsenzunterricht. Ja, und da wollte ich einfach noch mal ein paar neue Erfahrungen teilen, die ich damit gemacht habe, falls der ein oder andere überlegt, sich eins für die Uni zu kaufen. Erstmal vorweg, ich habe das iPad 2019, also das ganz normale, mit dem Apple Pencil der ersten Generation. Ich habe 32 GB Speicherplatz. Die Hülle ist so eine, ich glaube, 15-Euro Hülle von Amazon. Die habe ich halt auch jetzt schon seit bald 2 Jahren. Ich habe im März 2020 das iPad gekauft. Ja, und die Hülle habe ich auch seitdem. Mit der bin ich auch sehr zufrieden. Da kann man hier an der Seite halt den Stift reinstecken und hier halt dieses Ladeteil für den Stift. Also wer sich dafür interessiert, wie ich das Ganze im Online-Studium fand, darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, aber ich kann es hier kurz zusammenfassen. Ich bin sehr froh, dass ich es mir gekauft habe. Ich habe den Kauf bisher noch kein einziges Mal bereut. Also es hat halt 350 Euro gekostet für das iPad und für den Apple Pencil habe ich, glaube ich, nochmal 80 Euro bezahlt. Zusätzlich zu den 32 GB Speicherplatz habe ich noch 200 GB iCloud Speicherplatz, weil ich auch ein MacBook habe und ich halt dann die ganzen Uni-Dokumente halt in der Cloud speichern kann. Deswegen kann ich zum Speicherplatz an sich nicht so viel sagen. Ich muss sagen, für GoodNotes reicht es. Also meine GoodNotes-Dokumente werden ja auf dem iPad gespeichert und dafür hat es bis jetzt immer gereicht. Ich nehme aber allerdings auch die Sachen runter vom iPad, wenn ich mit dem Semester durch bin, also wenn ich das Modul abgeschlossen habe. Finde ich persönlich, wenn man wirklich jetzt nur Dokumente und so darauf speichern will, reichen eigentlich 32 GB. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich günstiger ist, sich einfach iCloud-Speicher dazu zu buchen für, ich glaube, 3 Euro im Monat, als sich mehr Speicherplatz zu kaufen. Wofür nutze ich das iPad? Ich studiere Ernährungswissenschaften im Master. Im ersten Semester und nutze das iPad eigentlich, um in Vorlesungen mitzuschreiben. Vor allem im Online-Semester bin ich damit sehr gut zurechtgekommen, weil ich immer Angst hatte, dass ich halt zu langsam mitschreiben kann. Aber ich hatte halt immer so Vorlesungsvideos, das heißt, man konnte zwischendurch pausieren und so. Und das war halt für mich jetzt so der Knackpunkt, ob das jetzt in Präsenz auch funktioniert, weil da kann ich nicht einfach pausieren. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile so schnell im Schreiben geworden, dass es für mich sehr gut funktioniert, damit mitzuschreiben. Gerade vor allem, wenn man die Folien schon vor der Vorlesung bekommt und man halt in den Folien selber schreiben kann, dann ist es viel einfacher, weil man dann genau zu dem Stichpunkt, zu dem man was schreiben will, halt das gleich in die Folien notieren kann. Und dadurch schreibe ich halt auch weniger, als ich damals mit dem Laptop mitgeschrieben habe, weil da musste ich mir dann immer noch dazu schreiben, zu welchem Stichpunkt das quasi gehört und am Ende war ich dann trotzdem verwirrt. Und so sind meine Lernzettel viel strukturierter auch am Ende, wenn ich halt die Folien quasi zusammenfasse oder halt abschreibe, dann weiß ich immer genau, wo meine Notizen hingehören und es ist einfach, es nimmt mir sehr viel Arbeit ab. Dazu muss man sagen, dass bei meinen Vorlesungen es sehr oft Schaubilder gibt oder Tabellen oder irgendwas, weil ich ja einen naturwissenschaftlichen Studiengang habe. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, wie das zum Beispiel bei einem Jurastudium oder bei irgendeinem anderen Studium, wo man jetzt viel Text auf den Folien hat oder vielleicht auch irgendwie das Studium ganz anders aufgebaut ist, wie es dann da ist. Aber für naturwissenschaftliche Studiengänge oder Medizin kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Da hat man einfach oft nicht so viel Text auf den Folien, sondern mehr wirklich so irgendwelche Bilder, Abbildungen und wo man halt dann gleich was drin markieren kann. Außerdem nutze ich das iPad auch, um Studien zu lesen. Für meine Bachelorarbeit zum Beispiel habe ich mir ein paar Studien auf dem iPad durchgelesen und halt auch markiert. Und jetzt im Master habe ich auch ein Modul, wo ich jede Woche halt eine Studie lesen muss und Aufgaben dazu machen muss. Und es spart einfach auch sehr viel Papiermüll. Also ich persönlich hatte am Anfang einen Drucker, der ist dann aber kaputt gegangen. Drucker gehen ja immer so nach einem Jahr oder so typischerweise kaputt. Dann dachte ich mir so, ey, ich brauche jetzt eigentlich gar keinen Drucker mehr. Und bis jetzt musste ich auch nur einmal in diesem Semester irgendwas dann ausdrucken. Das hat dann ein Kommilitone für mich übernommen, freundlicherweise. Und man spart sich dann quasi den Drucker und die Druckertinte. Und ich sag mal, wenn ich jetzt wirklich dringend was ausdrucken muss, dann kann ich halt auch in die Uni gehen und das in der Bib ausdrucken. Ich habe es ja im Online-Semester schon zum Lernen genutzt. Das heißt, ich habe die letzten 2 oder 3 Semester komplett digital gelernt. Ich glaube, die letzten 3, das 4., 5. und 6. Semester. Und ich bin damit sehr gut zurechtgekommen.
Also ich hatte halt einfach meine Lernzettel auf dem iPad markiert und dann auch auf dem iPad gelernt. Natürlich ist es ein bisschen nervig, wenn man jetzt zum Beispiel draußen lernen will, weil erstmal wird das Ding unfassbar warm, wenn man vor allem halt in der Sonne sitzt und man kann halt nicht so viel darauf erkennen, weil der Bildschirm natürlich unfassbar spiegelt, gerade wenn die Sonne drauf scheint. Da kann man sich natürlich überlegen, ob man sich eine matte Folie dafür kauft. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, weil ich irgendwie noch keine gefunden habe, die so richtig gute Bewertungen hat. Also ich weiß nicht, wenn da jemand eine empfehlen kann. Ich habe da einfach zu viel Angst, dass ich die draufklebe und dann, keine Ahnung, geht mir entweder der Stift kaputt oder die Folie ist nach einem Monat so zerkratzt, dass ich nichts mehr lesen kann. Also da freue ich mich natürlich immer über Empfehlungen. Und ich nutze das iPad zudem noch, um Notizen einfach zu machen und mir To-Do-Listen zu schreiben zum Beispiel. Oder ich habe auch zwischendurch halt immer so mal wieder so digitale Planer-Vorlagen aus dem Internet halt für so einen Monat, so eine Monatsübersicht quasi runtergeladen und da halt irgendwas drin geschrieben, halt wann ich welche Klausuren schreibe und so. Also ich benutze es schon sehr, sehr viel. Ich muss sagen, selbst jetzt nach fast 2 Jahren Benutzung hält der Akku relativ lange. Also am Anfang hat er wirklich über mehrere Tage gehalten, vor allem wenn ich jetzt nicht jeden Tag halt gelernt habe. Aber selbst wenn ich jetzt irgendwie 6 bis 8 Stunden am Tag gelernt habe mit dem iPad, hatte ich immer noch Akku halt für 1,5 Tage. Das heißt, ich habe dann so eigentlich jede Nacht quasi aufgeladen, aber ich hatte nach einem Tag halt immer noch so 50%, sage ich mal. Aber ich hatte halt keinen Bock, dass es am nächsten Tag halt dann mitten am Tag leer geht so. Und da hatte ich halt jetzt ein bisschen Angst, dass ich halt das Problem bekomme, dass ich in der Uni halt auf einmal ein leeres iPad habe. Aber auch jetzt in der Zeit, ich glaube, ich habe es jetzt, wenn ich nur für Vorlesungen was mache und ansonsten das nicht benutze, weil meine Zusammenfassungen schreibe ich ja am Laptop, dann hält es auf jeden Fall für 3 bis 4 Tage locker. Das Einzige, was mich halt ein bisschen stört, ist, dass es relativ lange braucht, um aufzuladen, habe ich so das Gefühl. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur verwöhnt, weil ich immer mein Handy zum Beispiel mit dem gleichen Adapter auflade vom iPad und es dadurch schneller auflädt. I don't know. Aber das ist so ein kleiner Makel. Ich glaube, was für einige Leute auch noch so ein Problempunkt sein könnte, wäre halt dieser Stift hier, der ist ja auch akkubetrieben, das heißt, man muss den aufladen. Und ich dachte am Anfang auch so, ja, okay, wie lange wird dieser Stift jetzt halten? Und tatsächlich hält er auch auf jeden Fall über mehrere Tage. Ich glaube, mindestens so 4, 5 Tage, bevor ich den wirklich aufladen muss. Das ist ja noch der Stift von der ersten Generation, den man halt hier hinten dann so auflädt und halt ans iPad stecken kann. Oder halt mit dem Adapter, der dabei ist, halt so an der Steckdose aufladen kann. Und das Ganze geht halt super schnell. Also ich glaube, ich musste nur 5 bis 10 Minuten dran stecken, damit er halt komplett aufgeladen ist. Und selbst wenn ich ihn nur 2, 3 Minuten dran stecke, dann habe ich schon, keine Ahnung, 5% mehr Akkuladung und kann damit halt erstmal eine Weile weiterschreiben. Das heißt, selbst wenn der euch in der Uni halt leer geht, könnt ihr einfach zwischen den Vorlesungen das 5 Minuten vor der Vorlesung dran stecken und dann seid ihr gesaved. Oder ich mache es auch teilweise während der Vorlesung, wenn ich gerade merke, okay, weiß nicht, jetzt hat gerade jemand eine Frage gestellt oder irgendwie schreibe ich gerade nichts mit, weil alles auf der Folie steht, dann stecke ich den einfach auch kurz dran. Und bis jetzt hatte ich halt noch nie das Problem, dass der mir irgendwie in der Uni leer gegangen ist und ich dann nicht mehr mitschreiben konnte. Außerdem benutze ich den Stift noch für das Labor. Ich habe nämlich Labortage bzw. Laborzeitfenster. Ich würde sagen, so im Schnitt so einmal die Woche jetzt. Und ich habe halt immer die ganzen Skripte darauf, gucke halt während des Labors da drauf. Da muss ich sagen, manchmal habe ich ein bisschen Angst, dass ich irgendwas drüber schütte, irgend so eine Reagenz und dann ist es irgendwie finito, aber bis jetzt ist noch alles gut gegangen. Drücken wir die Daumen, dass es auch weiterhin so bleiben wird. Also dafür kann ich es ehrlich gesagt auch empfehlen. Nur da stört mich halt auch wieder so ein bisschen, dass halt logischerweise der Bildschirm irgendwann ausgeht und man dann immer wieder halt das entsperren muss und so, um halt die Laboraufgaben zu sehen. Aber das ist halt so für mich so, dafür muss ich mich nicht mehr mit einem Drucker rumstreiten. Das muss man halt für sich selber abwägen. Was ich auch oft gehört habe, ist, dass Leute irgendwie sagen, dass sie damit halt nicht gut schreiben können. Einmal, weil man halt nicht so den Grip am Stift hat, weil der so glatt ist und weil der Bildschirm halt so glatt ist. Ich muss sagen, damit habe ich irgendwie gar keine Probleme. Also klar, meine Schrift ist jetzt nicht die allerschönste, wenn ich halt damit schreibe, aber es geht eigentlich. Und ich muss sagen, ich habe halt auch irgendwie relativ guten Griff. Also wenn ich hier so dran ziehe, dann bewegt sich da nicht so viel. Ich habe halt jetzt auch nicht übertrieben schwitzige Hände gerade, aber wenn man damit Probleme hat, dann gibt es ja auch so Hüllen, die man um den Stift machen kann. So Gummihüllen, die einem dann so ein bisschen mehr Grip geben und dann ist der Stift auch ein bisschen dicker und man kann ihn irgendwie besser greifen. Und wenn ihr halt Angst habt, dass irgendwie eure Schrift halt hässlich ist, dann sollen halt diese matten Folien halt auch helfen, um ein bisschen mehr so Paper-Feeling zu haben. Wie gesagt, ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich ein bisschen Angst habe, aber ja. Was mir auch gerade so einfällt, ist, dass ich immer noch die allererste Spitze davon drauf habe. Also
die ist noch kein bisschen abgenutzt oder so und ich habe das jetzt fast 2 Jahre, also Props dafür. Ich habe auch generell hier drauf keine Folie oder so. Es ist mir schon ein paar Mal halt so ein bisschen runtergefallen, aber jetzt nicht so komplett aus so einer Höhe halt komplett auf Boden, sondern so, keine Ahnung, mal vom Bett runtergerutscht oder so, so kleinere Höhen und es ist noch nie was passiert. Ich habe keinen einzigen Kratzer hier drin, obwohl ich keine Folie benutze. Also der Schliff zerkratzt auch nichts, es ist noch komplett heile. Was für mich sich in diesem Semester, in diesem Präsenzsemester als großer Vorteil erwiesen hat, ist, dass es ultra leicht ist. Also ich meine, ich habe halt schon einen Laptop, der relativ leicht ist, aber trotzdem merkt man halt nochmal einen riesigen Unterschied, ob ich jetzt das iPad mit habe oder den Laptop. Teilweise bin ich mit meinem Rucksack losgegangen und dachte so, ey, bist du dir sicher, dass du irgendwie alles eingepackt hast, weil mein Rucksack einfach so leicht war, weil ich halt nur das iPad mitnehmen musste und halt sonst keine anderen Unterlagen und nicht den Laptop und so. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen, der irgendwie weite Wege zurücklegen muss oder Radfahren muss oder so oder freiwillig Rad fährt. Da kann ich das auf jeden Fall jedem ans Herz legen, sich ein iPad zuzulegen oder irgendein anderes Tablet. Kommen wir zu meinem Fazit. Also wie man vielleicht gemerkt hat, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Ich benutze es jeden Tag, ich benutze es immer noch sehr gerne. Der Akku hält immer noch sehr, sehr gut. Der Akku vom Stift genauso. Wie gesagt, wenn es einen stört, dass der Bildschirm so krass spiegelt, kann man sich eine matte Folie kaufen. Ich bin sehr zufrieden und wünschte, ich hätte schon vorher mir ein iPad gekauft, also schon so im ersten Semester. Also insgesamt kann ich es vor allem für naturwissenschaftliche Studiengänge sehr empfehlen. Ich hoffe, ich konnte jetzt einigen Leuten weiterhelfen bei der Entscheidung, ob sie sich diese Investition leisten wollen oder nicht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, die ich jetzt vielleicht vergessen habe aufzugreifen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, dann gehe ich darauf ein und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann!